Neben der Erforschung der aktivierenden und kognitiven Prozesse beschäftigt sich die Konsumentenverhaltensforschung auch mit der Erforschung von zahlreichen weiteren Einflussgrößen, welche das Verhalten der jeweiligen Konsumenten beeinflussen. Und nach Kotler et al. Können unterschiedliche persönliche Merkmale Einfluss auf die Kaufentscheidung haben. Zusammengefasst können diese wie folgt klassifiziert werden. So können wir einerseits kulturelle, soziale und andererseits auch persönliche Einflussgrößen. Zu den kulturellen Einflussgrößen zählen die Kultur, die Subkultur sowie die soziale Schicht. Soziale Faktoren sind zum Beispiel Einflussgrößen durch Gruppen, durch die Familie, die Rolle oder aber auch den Status. Und darüber hinaus kennen wir dann auch noch die persönlichen Einflussfaktoren. Hierzu zählen zum Beispiel die Persönlichkeit, das Alter eines Konsumenten, die Lebensphase, in welcher sich der Konsument gerade befindet, der Beruf und die damit verbundene finanzielle Situation eines jeden Konsumenten, sowie der Lebensstil und das Selbstbild eines Konsumenten.